Mahlzeit. Hast du dir schon den vorherigen Teil angeguckt? Ich verlinke ihn dir hier mal, falls du dir nochmal reinziehen willst. Also Freunde, nächster Tag und es geht weiter. Hier seht ihr den Stapel an Regalböden, den ich zusammengeschustert habe. Ne? Und jetzt habe ich halt eben noch die drei Regalböden, wo ich jeweils zwei schmale Bretter gefügt habe. Ja? Und die steht jetzt halt hier so 1-2 cm über. Und das will ich jetzt ganz einfach mit der Oberfräse und dem Bündigfräser mit dem Anschlagkugellager unten abfräse. Ja? Und gibt es nicht viel dazu zu sagen? Ich würde sagen, ich mache es einfach. Das war also Nummer 1. Die anderen beiden mache ich auch noch schnell und dann können wir eigentlich schon anfangen, das Regal aufzustellen, zusammenzubauen. Ja, habe ich wieder zu schnell gedacht, ne? Natürlich werde ich alles noch schön ein bisschen verschleifen, ja? Einfach damit man sich die Hände nicht dran reißt. Hier habe ich jetzt mal die vier Kanthölzer, die ich für das erste Regal brauche, ja, also für die eine Regalseite sozusagen. Die habe ich mir jetzt allererst mal abgelenkt auf 2,20 Meter. So hoch ist meine Decke. Und habe mir jetzt hier hinter vom Ende hoch 35 cm angerissen. Das ist mein Maß, das ich als Abstand zwischen der Regalböde will. Und später werde ich das hier wieder mit so einer Schablone machen, Bode für Bode. Bloß der erste Boden, der muss jetzt irgendwie da dran geschraubt werden ohne die Schablone, ja? Weil ich kann dann einfach zwei Stelze hinstellen und die Schablone hin und da, ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ist jetzt aber auch nicht dramatisch. Ich werde jetzt hier mal bohren und dann werde ich das Ding schon irgendwie dran kriegen. Ich denke, ich werde mir das jetzt hier einfach mal so hinpacken. Dann nehme ich einen von den Böden. Und holz das Ganze fest. Und sobald der erste Bode dann mal drin sitzt, ja, ist ja das Ganze relativ stabil. Und die anderen Böden, die können wir dann einfach drauf aufbauen. Jetzt muss ich das ganze Ding nur irgendwie rumdrehen.
da richtig, richtig akrobatisch hier, oder? Eieiei. So, alles gut, alles gut. Manchmal fehlt einfach die dritte Hand, ne? Nee, da muss ich mir was anderes einfallen lassen, wie ich die zweite Seite dran kriege. So müsst ihr ihn hauen. Moment, ich stelle euch kurz mal um. So, und ab jetzt soll es mit meiner Schablone hier eigentlich relativ easy weitergehen. Die erste Beile habe ich jetzt mal hier gemacht in der Werkstatt, damit es stabilisiert ist. Aber den Rest mache ich jetzt drüber, weil sonst muss ich ja später das ganze Monstrum hier noch durch die Gegend schleifen. Habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen geht es jetzt drüber weiter. Ja, damit wäre Nummer 1 fertig. Kommt noch ein zweites, aber das mache ich morgen. Das schaffe ich heute leider nicht mehr, für heute ist Feierabend. Ach, mir ist ja auch mal aufgefallen, das ist ja schon witzig, ne? Der Zeitpunkt, zu dem ich hier anfange, mein Vorratsregal zu bauen. Ne? Jetzt, wo gerade hier die Corona-Scheiße nach Deutschland schwappt, ne? Das ist das Schlauste, was man machen kann, immer ein paar Vorräte parat haben. So, ich werde jetzt mal versuchen, das gleich von Anfang an hier aufzubauen, weil ich keinen Bock habe, nachher wieder das Ding, auch wenn es nur halb zusammengebaut war, hier durch die Gegend zu schleifen. Es war trotzdem schwer und sperrig genug, ja. Deswegen werde ich es mal hier versuchen auf dem Boden. Ja. Ist zwar eigentlich nicht so mein Ding, aber gut. Nach Möglichkeit die Lampe runterhauen, sonst wird es hier ganz schön dunkel.
Ja, latsche ich rüber, um die zwei nächste Latte zu holen. Ja, dabei stehen sie hinter mir. Freunde. Ihr seht, das Regal steht. Ja, ich habe jetzt zusätzlich die beiden Regale nochmal hier verbunden mit ein paar Schrauben, damit es einfach nochmal mehr Stabilität kriegt. Und dann habe ich da noch vier Dübel rein und Schraube rein. Also das Ganze noch an die Wand gedübelt, dass das wirklich bombefest steht. Ja, also ihr seht, ich kann auch hier draufklettern, das Ganze als Sprossewand missbrauche, ja, funktioniert auch. Ne? War mir einfach wichtig, mal falls das Ding irgendwie ein bisschen wackelig steht und dann vielleicht geht hier auch mal einer dran, der das nicht kennt oder so und man weiß ja nie und das Ding kommt um und ja, wäre scheiße. Ne? So, deswegen habe ich das einfach da noch an die Wand geknallt. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht will ja der ein oder andere seinen Keller auch mit Regale ausstatten, ganz einfache Vorratsregale oder Lagerregale, für was auch immer. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video hier weiterhilft. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Ja, die alte Leier wie immer, aber ich muss es halt dazu sagen, ja, weil halt vielleicht einige dabei sind, die mich zwar gerne abonnieren würde, aber es schlichtweg einfach vergesse. Deswegen sage ich es halt einfach immer nochmal am Ende. Ist ja auch nicht schlimm. Und auf jeden Fall würde ich sagen, bis demnächst.